Moin Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Fireout Randomizer Nuzlocke. Ja, wir haben es ja lebendig bis nach Marmoria City geschafft, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Bin ein bisschen stolz drauf jetzt schon, ne? Mit dem Team, was wir hier zugewürfelt gekriegt haben, ist das eigentlich gar nicht mal so wenig. Nee. Wir gehen jetzt erstmal in den Markt, wir haben jetzt 300 Pokédollar, dafür kriegen wir ja nochmal einen Trank. Mensch, das ist ja richtig lohnenswert hier heute. Meine Güte. Nee, ich habe übrigens mal nachgeguckt, der Eichelpilz, ja, das ist ein ganz gefährlicher, der Junge. Der lernt seine nächste Attacke auf Level 13. Und denkt jetzt nicht, das wäre Rankenhieb oder sowas, nein. Wisst ihr, was der da lernt? Da lernt er Naturkraft. Wisst ihr, was Naturkraft ist? Neither do I. Ich glaube, das ist die Attacke, die random dann sowas wie Sternschauer oder so raushaut. Naja, das macht ja dann wenigstens ab und zu mal Schaden, ne? Ich schau hier gerade mal. Ich weiß nämlich gar nicht, ob hier neben dem Ding irgendwo noch was lag, ne? Genau hier. Aber das war nur eine blöde Beere. Da lohnt sich ja. Nein. Zorokko will ich jetzt noch nicht. Ich habe nur ein Pokémon, was kämpfen kann auf dem Level und das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut, Shiggy. Und er hier, der lässt uns auch gar nicht durch, ne? Das ist ja auch dreist. Ja, der Gerdinand ist vorne. Das ist ganz vernünftig, weil der Gerdinand, der kann ja wenigstens Giftstachel, aber der ist halt nur Level 6. Ja, nee, dann komm mal mit. Wir leveln dich jetzt nochmal so auf 8 und danach können wir mal in die Arena gucken. 8 reicht den 6 nicht, da zerfletschen die den Gerdinand, das möchte ich auch nicht. Ich möchte den Gerdinand schon gerne behalten, weil der Gerdinand ist eigentlich schon eine steile Sau. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Also, der hat einen Platz in meinem Herzen eingenommen, das glaubt ihr gar nicht, der Gerdinand. Das ist schon ein guter Mann. So, mal schauen, was wir hier so haben. Wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen. Den kriegt der Gerdinand sogar alleine tot. Mensch, das ist ja mal was. Und der ist fast Level 7, na Mensch. Blub, ich bin der Gerdinand. Saftkon setzt Herd. Nein, ja, Chris meint übrigens, wenn wir Grimasse einsetzen, dann wird der Smiley auf Gerdinands Popo, dann wird er noch viel böser. Oh, ja, jetzt. Wow, ja, das ist Gerdinands Rücken gewesen, dieses Gesicht da. Senkt die Initiative von Saftkon. Also von, ich bewege mich gar nicht zu, ich bewege mich noch viel weniger. Das ist praktisch das, was passiert, wenn man irgendjemanden, der den ganzen Tag auf der Couch sitzt und Chips frisst, eine Pizza bestellt. Dann bewegt er sich nämlich nicht mal mehr zur Tür. So, Saftkon wurde vergiftet. Saftkon setzt Herd. Nein. Ach, meine Güte, das sind spannende Kämpfe hier. Das ist echt. Ah, da ist er nach links. Da geht er. Expidermis halt sein. Ach, Mann. Hätte er nicht Expidermis, dann würde das wenigstens ein bisschen schneller gehen mit dem Gift. Aber so müssen wir echt klöppeln. Nee, aber das ist hier so richtig. Da könnte man so einen Sportmoderator davor setzen. Ja, da ist er dabei. Ist er. Macht er den Giftstachel. Der Giftstachel direkt ins Gesicht. Der Giftstachel, der macht Schaden. Der Giftstachel ist gewöhnt. Der ist vergiftend. Aber da hat er die Expidermis. Die Expidermis, richtig getimt, richtig genutzt. Die Expidermis heilt sein Problem mit Gift. Und. Da ist er dabei, da flankiert er richtig. Der Härtner ist da. Der Härtner ist da, wo er sein soll. Der Härtner ist richtig da. Ja, aber der Gerdinand kommt. Der Gerdinand stachelt und der Saftkorn, der kann nur einstecken. Der hat keine Chance, der ist vergiftet. Der muss jetzt einstecken. Wir wissen nicht, wie lange er es noch durchhält. Aber es ist vorbei. Sieg für den Gerdinand, ja, auf ganzer Linken. Unsere Sportmoderatoren, das sind auch die schärfsten Leute. Ich kann gar nicht wissen, wie die so privat drauf sind, aber so im Stadion oder so, wo die dann sind, es sind schon echt. Ich meine eigentlich, bei ihm hier liegt irgendwo ein Item rum. Er erzählt doch auch sowas wie, mit ein bisschen Glück findet man unterwegs Items. Ich muss hier irgendwo etwas verloren haben. Wo ist denn das? Irgendwo hat er ja was verloren, ich weiß das. Da! Enigma-Beere. In Bärentüte gepackt, ja. Das ist ja schön, dass wir so viele Bären kriegen. Ich hätte dann doch lieber was Besseres. Ja, das ist mit dem Randomizen von den Items, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, so können auch Sonderbonbons und Meisterbälle auftauchen, als Items, die rumliegen. Ja, das kann passieren. Aber meistens kriegt man halt Bären. Bären. Wo man dann eigentlich nützliche Dinge wie einen Trank oder einen Pokéball bekommen hätte. Ach, Saftkon. Kannst du nicht einfach sterben. Der Gerdinand wäre dir sehr zu Dank verpflichtet. Hört nur. Ja, ach komm, wir. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach. Nee, auf 8 will ich den Gerdinand schon haben. Wir gehen jetzt auch einfach, wenn ich den hier besiegt habe. Dann gehen wir einfach nach oben, Richtung Arena. Da wird ja nochmal ein wildes Pokémon kommen. Dann ist der Gerdinand auch auf 8. Hoffe ich doch. Gerdinand, enttäusch mich nicht. Ach, Gerdinand. Der hat schon so einen richtig bösen Smiley hinten drauf. Was? Ich in die Arena? Nö. Also das können wir ja vergessen. Ja, wir können ja wenigstens erstmal gegen hier Herrn Lichtjahre messen die Zeit und nicht die Entfernung. Kämpfen? Ja, weiß ja nicht.
Wollte gerade sagen, der hat ja nur einen Sandan und einen Dickter. Ne, so ist das ja leider nicht. Das wäre ja schön, wenn er nur einen Sandan und einen Dickter hätte. Obwohl, das wäre gar nicht schön bei meinem Team. Na, vielleicht kommt er uns ja mit zwei Carpador, ne? Härte von Trassler erkennt Hexablager von Gerdinand. Ja Mensch, da kannst du ja deine Käferattacken im Notfall boosten. Das ist ja schön, Trassler. Das bringt dir bestimmt viel. Trassler wurde vergiftet. Ja, gegen so einen Trassler ist es eigentlich sehr viel leichter als gegen so einen Safkon für den Gerdinand, ne? Einfach, weil es nicht so viel Verteidigung hat. Das ist ja das Nervige an Safkon. Der kann zwar nichts, aber er hält ein bisschen was aus. Sofern man nicht gerade einen Flammenwurf oder so draufhaut. Aber wenn man dann so mit dem Giftstachel kommt und leveln will, das haben die ganz geschickt getimt, die Pokémon-Entwickler. Gleich am Anfang von Spiel so einen Gegner hinsetzen, damit du dir gleich denkst, oh, ich hab da jetzt gar keinen Bock zu. Und dann gehst du weiter, immer Flucht, weil du keine Lust hast, so lange zu kämpfen, gehst dann zu Rocco mit deinen Level 7 Pokémon und dann kriegst du richtig aufs Maul. So läuft das. So, Trassler wurde besiegt. Super, Gerdinand, hast du gut gemacht. Einen noch, dann bist du Level 8. Los, dann gehen wir mal. Gerdinand, Gerdinand, Gerdinand. Route 222, Route 222, live dabei, ist hier ein. Randomizen, Leute, ihr sollt randomizen. Da hat der Hugo seine Taubsies her. Ah, Luschi. Also den Gerdinand lasse ich da nicht raus, auch wenn es nur Level 2 ist. Das kann bestimmt... Ne, nur Tackle. Ach stimmt, Taubsie lernt Schnabel ja erst später. Habitat war das, was mit Schnabel anfängt. Ja, dann wäre das eigentlich egal gewesen, aber... Na... So geht's schneller. So geht's definitiv... Oh, 7 Erfahrungspunkte, da ist der Gerdinand ja froh. 7 Erfahrungspunkte, ja, das macht den Gerdinand froh. Lululu. Lululu, ich mag Äpfel mehr wie du. Lululu. Willkommen im Pokémon Center, wir haben deine Pokémon, machen sie wieder Pfeff. So, dann machen sie mal. Dankeschön. Danke, wieder Top-Feed, kommen sie jederzeit wieder. So, jetzt ist es Zeit. Zeit für was richtig Action-Geladenes. Wir gehen jetzt in die Arena. Mit unserem geilen Team. Na, das kann ja was werden. Na, zum Glück ist das randomized. Wenn die mir jetzt hier mit dem Onix oder so kommen würden, wäre ich echt gekniffen. Aber nicht nur ein bisschen. So, hau mal rein. Ein Kleinstein würde schon reichen. Da muss ja nicht Rocco mit seinem Onix ankommen. Da würde ja schon ein Kleinstein reichen, damit das hier richtig schlimm wird. Na du? Bleib stehen, wo du bist, Kind. Es dauert noch Lichtjahre, bevor du gegen Rocco antraten kannst. Antraten? Na, er hier in seinen kurzen Nippelshorts, der muss das ja wissen. Camper Kim. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich weiß es nicht. So, Gerdinand. Oh, Giftstachel. Mit so einem Illumimif-Mif-Mif-Dingens da können wir leben. Fluchtwert von Gerdinand sinkt. Das ist egal. Los, Gerdinand. Jo. Jo. Illumise wurde vergiftet. Das hast du sehr gut gemacht, Gerdinand. Sehr, sehr gut. Haben. Das ist egal, du bist vergiftet. Der Giftstachel macht sowieso weniger Schaden als das Gift selber. Das ist richtig dumm, aber es ist so. Miep, miep. Illumise wurde durch Gift verletzt. Wah, 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 wah. Gerdinand, Gerdinand. Oh, oh. Ach, 5 Schaden geht sogar. Gerdinand, das reißt du. Gerdinand, du bist der Stärkste hier. Gerdinand, vertrau auf deine Künste. Auf die dunklen Künste des Gerdinands. Ist ein Schwarzmagier. Wie nennt man einen Schwarzmagier in Fachsprache? Ein Negromant. Nein. Ach Mensch, Gerdinand. Gerdinand, Gerdinand, Gerdinand. Du reißt das jetzt. Ich weiß das. Ich vertraue dir da voll und ganz. Und Illumise wurde durch Gift verletzt. Yo. Gerdinand, Gerdinand. Level 8. Moin. Und Level 9. Gerdinand, Gerdinand. Wow. Und sogar schon fast Level 10. Ach Gott, Kim! Kim, nee! Nur weil ich hier sage randomizen, heißt das nicht, dass du das alte Onix vom Rocco haben kannst. Los, Trötenboll, du reißt es jetzt. Hallo! Mach ich nur aus einem Grund. Wegen dem Charme. Angriff sinkt stark. Und nochmal. Onix setzt Klammergriff ein. Onix setzt... Ja, okay, jetzt können wir den Trötenbold gar nicht mehr auswechseln, wa? Das ist ja schade. Mensch, Trötenbold. Ah, ich wäre auch, glaube ich, gar nicht traurig, wenn der sterben würde. Hm, noch mal schauen.
und ich setze Tackle ein. Dritten Ball, der lebt hart am Limit. Jo, Angriff von Onyx sinkt stark. Und der Klammergriff. Dritten Ball wird durch Klammergriff verletzt. Nein, wir wollen ihn ja schon am Leben halten. Ja, noch zwei Tränke kommen, Herr Drittenbold. Läuft. KP von Drittenbold wurden aufgefüllt. Onyx setzt Tackle ein. Moin. Drittenbold wurde vom Klammergriff befreit. So, dann können wir mal wechseln. Ich habe seinen Angriff gesenkt. Was machen wir denn jetzt mal? Eichelpilz? Aber gegen so einen Onyx haben wir echt nichts entgegenzusetzen. Los, Eichelpilz. Nein! Man umarmt nicht einfach seinen Eichelpilz, Onyx. Man umarmt nicht einfach. Cradishray? Cradishray? Der kann Cradishray, aber Geduld. Komm, Eichelpilz, du kannst das! Nein! Onyx! Das ist nicht in Ordnung. Na gut, wenn die Verteidigung sechsfach gesenkt wird und Onyx eine sechsfache Angriffssenkung hat, dann, naja, dann. Moin. Ey, das hat ja sogar ein bisschen Schaden gemacht. Obwohl er nur einmal getroffen wurde. So, Eichelpilz. Nein, du schreist meinen Eichelpilz nicht an. Er kann doch nichts dafür, dass er so doof ist. Zählt das eigentlich auch als Geduldaufladung, wenn jetzt der Klammergriff so triggert wie eben? Ich weiß es gar nicht. Aber ich bin gerade relativ dankbar dafür, dass wir so einen Eichelpilz haben, ne? So mit Geduld. Ohne Scheiß, das ist super geil. Ich meine, eigentlich ist das voll kacke, aber jetzt gerade gegen so einen Onyx ist das... Funktioniert das, ja? Super, jetzt ist ja schön. Whoop! Ich meine, irgendwie müssen wir dem ja Schaden machen. Und so scheint das zu funktionieren. Los! Du hast mich doch eh schon geklammert. Du Mistvieh, so jetzt Geduld hier. Ah, ich habe ja noch einen Trank. Eigentlich könnte das gut hinhauen. Wenn er selbst nicht heilt, dann geht das. Eichelpilz speichert Energie. Mein Eichelpilz wird immer größer. Onyx setzt Klammergriff ein. Onyx setzt bei Eichelpilz Klammergriff ein. Eichelpilz erzeugt Energie. Wupp, wupp, wupp. Der Eichelpilz hat's voll drauf. So, jetzt bin ich am überlegen. Soll ich nochmal Geduld machen und jetzt zweimal Tackle? Ach komm, Mama. Klammergriff, läuft. Eichelpilz setzt Geduld ein. Miep. Durch Klammergriff verletzt. So, Eichelpilz, weiter. Klammergriff. Wow. Eichelpilz speichert Energie. Eichelpilz wurde von Klammergriff befreit. Wupp, wupp, wupp. Und Tackle. Jetzt können wir sogar auswechseln. Meine Fresse, Onyx. Das sieht nicht gut aus für dich. Ach, du bist eh tot. Eichelpilz. Eichelpilz. Und der Trötenbold, der kriegt... Der Trötenbold. Ja, meine Fresse, Trötenbold. Du warst nützlich. Die zwei Level-Ups hast du dir verdient. So Camper Kim nicht haben wir. Mist. Lichtjahre müssen die Entfernung, nicht die Zeit. Wupp, wupp, wupp. Na, hast du gut erkannt. So, nochmal ein Markt. Wir können uns noch einen Trank leisten. Yay. Halleluja, es war ja aber schön hier. Es ist ja echt... Was bin ich froh, dass ich Eichelpilz habe. Das ist ja eine schöne Sache. So, dann mal ab in den Markt. Und dann nochmal ins Pokémon Center, ne? So viel Zeit muss sein. Hallo. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Yo. Gib mir mal einen Trank. Ja, wie viel gern möchtest du denn? Wie viel gern möchtest du denn? Ja, ich hätte gern eins. Eins gern, bitte. So, dankeschön. Tschüss. Fief, pfeff, puff. So, dann mal heilen und dann steht ja schon Brocco Brock an. Ich bin gespannt, ob wir den packen. Ich guck gerade mal auf den Timer, wie viel Zeit wir noch haben. Er sagt eine Minute. Eine Minute. Letzte Runde, letzte Stunde. Ja, wir haben wahrscheinlich so richtig ewig für das Onyx gerade gebraucht. Kann ich mir gut vorstellen. So, danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Wisst ihr, was wir dann machen? Wir gehen dann jetzt erstmal kurz nach unten. Den Rocco schaffen wir nicht mehr. Und bis der Timer bimmelt, machen wir noch mal ein bisschen Gerdinand-Training hier. Los, los, los. Was haben wir denn hier? Ein Taubsi. Ist das hier nicht gerandomized oder was ist hier los? Los, Gerdinand. Gerdinand, Gerdinand. Giftstachel. Way. Moin. Ey, das hat ja sogar richtig Schaden gemacht. Das war erstaunlich viel sogar. Ja, ja. Gerdinand, yeah. Bring sie um. Gerdinand. Das ist der beste Mann. Ach Mensch, Gerdinand. Was würden wir bloß ohne dich tun? Taubsi wurde durch Gift verletzt. Ich hätte den Gerdinand, den brauchen wir gegen Rocco auch nochmal. Oh, ich hoffe, Rocco hat keine Stein-Pokémon mehr. Das Onyx eben, das war schon... Hätte er da zwei von gehabt, dann wäre unser ganzes Team gestorben, glaube ich. Kann ich nicht mit Gewissheit sagen, aber sah schon nicht so gut aus. So, nochmal ein hier. Komm mal hier. Als er das Onyx ausgepackt hat, hat er ja auch schwarz gesehen, ne? So, hier nochmal schön... Der Timer bimmelt übrigens in 13 Sekunden, den mache ich schon mal aus. Das Togepi hauen wir noch mit Gerdinand um und dann würde ich sagen...
gehen wir nächstes Mal einfach direkt zu Rocco. Zu Rococo. Tja, Trötenbull, da bist du vergiftet. Er setzt Heuler ein. Na, Mensch, soll er machen. Angriff von Gerdinand Süd. Torgepi wurde durch Gift verletzt. Na, Halleluja. Nochmal Giftstacheln, dann haben wir das. Dann ist das auch geregelt. Geregelt. Da lässt er sich bedienen. So. Angriff von Gerdinand sinkt stark. Das ist egal. Das funktioniert nur gegen Onyx gut. Torgepi wurde besiegt. Gerdinand kriegt Erfahrungspunkte. Moin. So, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe nochmal schnell heilen. Das mache ich eben kurz offscreen. Bis dahin. Tüdelü.